Heute geht es bei uns um die Syncbox von Philips Hue, den Ohrenschutz von Apple, die neuen Funktionen der Tado-App, die Ring-Überwachungskameras und zu guter Letzt die Alu Pro 3. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Tink News. Ich bin's Leonie und wir arbeiten wie jede Woche wieder die News aus der Smart Home Welt ab. Beginnen wir bei einer Ankündigung aus dem Hause Philips Hue. Denn Philips Hue bringt die smarte HDMI Syncbox auf den Markt. Damit werden dann auch die allerletzten Smart Home Träume wahr. Mit der Box hast du nämlich das Hue Sync System nicht mehr nur auf deinem Computer, sondern du kannst auch jeglichen Fernseher zu einem Ambilight Fernseher machen. Sprich, du kannst ab jetzt all deine Philips Hue Lampen auch als richtige Ambilight Lampen einsetzen. Und das funktioniert so. Du schließt erstmal beliebige HDMI-Geräte an, wie zum Beispiel dein Apple TV, Xbox etc. Dann führt ein weiteres HDMI-Kabel von deiner Syncbox zu deinem Fernseher und schon wird das Video- und Musiksignal analysiert und deine Hue-Lampen passen sich an. Du kannst damit sogar bis zu 10 Hue-Lampen auf einmal koppeln. Wenn du das alles fertig angeschlossen hast, kannst du wie gewohnt über deine Philips Hue-App deine Lampen steuern. Also Licht, Intensität, Farbe und so weiter und so fort. Und auch bei Apple gibt es Neuigkeiten. Und zwar ist es für dich jetzt möglich, mit einer Apple Watch ab der Serie 4 und deinem iPhone zusammen mehr Aufmerksamkeit auf eine gesunde Geräuschkulisse zu bekommen. Die Watch misst die Lautstärke um dich herum und warnt dich dann vor einem zu hohen Pegel. Wichtig dabei ist aber auch, Apple versichert ganz stark, dass bei diesem Prozess keine Geräusche gespeichert oder aufgenommen werden. Um diese Funktion dann überhaupt nutzen zu können, musst du die neue App Geräusche auf deiner Apple Watch finden und in den Einstellungen die Analyse der Nebengeräusche erteilen. Ansonsten funktioniert erstmal gar nichts. Wenn das getan ist, misst die App die Geräuschkulisse und gibt die Daten an deine Health-App weiter und wertet sie individuell für dich aus. Du bekommst umgehend eine Benachrichtigung, wann es für dich zu laut ist. Genau das Gleiche gibt es übrigens auch bei Kopfhörern, die du anschließen kannst. Auch hier wird der Geräuschpegel gemessen und ausgewertet. Das ist dann vor allen Dingen für alle unter euch interessant, die gerne mal zu laut Musik hören. Eine zugegebenermaßen kleine, aber trotzdem interessante Neuerung gibt es in der Tado-App zu finden. Die Tado-Thermostate analysieren bereits deine Raumluft und heizen für dich smart und unkompliziert. Jetzt erweitert Tado aber seine App-Funktion, indem es für dich nun möglich ist, über Außenluftqualität informiert zu werden. Das passiert in der App über Echtzeit- und Vorhersagedaten aus dem Internet. Aber du kannst auch Werte zum Pollenflug, Ozon und Feinstaub bekommen. Alles mit nur einem einfachen Klick in deiner Tado-App. Kommen wir zu den neuen Funktionen rund um die Ring-Kameras. Mit der neuesten Funktion verbundene Geräte kannst du deine Ring-Geräte untereinander koppeln. Es funktioniert dann zum Beispiel so, dass wenn deine Kamera A etwas Verdächtiges registriert, sich automatisch auch Kamera B und C einschalten oder dass die Flutlichter als Abschreckung eingeschaltet werden können. Welche Prozesse du genau haben willst, kannst du natürlich alles individuell in deiner Ring-App festlegen. Ab der kommenden Woche ist diese Funktion für alle Ring-Nutzer freigeschaltet. Und zu guter Letzt gibt es noch ein ganz neues Produkt und zwar von Alu. Ab dem 1. Oktober gibt es nämlich die Alu Pro 3 Sicherheitskamera zu kaufen. Du kannst sie entweder im Set mit Smart Hub oder auch einzeln kaufen. Es ist aber immer notwendig, einen Smart Hub zu besitzen, ansonsten funktioniert die Kamera leider überhaupt nicht. Die wichtigsten Funktionen sind der 160-Grad-Winkel, das integrierte Spotlight, der farbige Nachtsichtmodus und die Zwei-Wege-Kommunikation. Das heißt für dich, dass du dank des integrierten Mikros sowohl die Umgebung abhören kannst, aber auch durch die Sprechanlage direkt dein Gegenüber ansprechen kannst. Übrigens ist die Pro 3 für Innen- wie auch Außenbereiche gedacht. Du hast also die freie Auswahl. Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen oder Anregungen haben, wie immer, schreibt uns die einfach in die Kommentare oder schaut auf unserem Tink-Blog vorbei. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann!